Immer mehr Menschen in der Bundesrepublik sind auf die Tafeln angewiesen. In diesem Jahr kamen laut dem Dachverband im Schnitt etwa 50% mehr Betroffene als im Vorjahr. In Zahlen sind das etwa 2 Millionen. Die Einrichtungen mit ihrer Lebensmittelversorgung seien darauf allerdings nicht vorbereitet gewesen. Zeitweise hat in diesem Jahr rund ein Drittel der Tafeln daher auch einen Aufnahmestopp.